herzlich willkommen, meine Friends. Wir werden uns direkt auf den Weg machen. Ich werde mal eine Folge anfangen, nicht so wie herzlich willkommen. Willkommen zurück bei Pokémon Blood Grün. In der letzten Folge haben wir... Nee, das funktioniert dieses Mal nicht. So, wir werden einmal Psy-Strahlen und einmal Donnerblitzen. Und mal schauen, wie lange wir brauchen für diese zwei Miststücke. Ein Angriff, zwei Angriffe, mehr als... Okay, es werden mehr als drei, beziehungsweise, es werden nicht mehr als vier Angriffe werden. So, dass beide Cosmic Kraft benutzen, ist sehr schön für die beiden. Bringt denen nun leider, gar nichts. Überhaupt nichts. Da unser Funke extrem viel Schaden macht und das Spezialverteidigung... Oh, das hat doch gereicht, okay. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt überrascht. Ich dachte, das schaffen wir, wenn wir nichts mehr haben. Aber Metronom, jetzt kommt ein Hyperstrahl, oder? Nee, Was ist das? Staccanto. Staccanto, okay. Ja. Das wusste ich jetzt nicht, aber ruckzuck hieben wir. Zack, und da ist das Ding gegessen. So, Funke erreicht auch kein Level, weil das ist extrem wenig KP, EP. Entschuldigung, nicht KP, sondern EP. So, wo willst du so eigentlich hin? Ich möchte nämlich so früh wie möglich hier fertig werden, meine Liebste. Und so schnell wie möglich, leveln, damit ich jetzt in die Pokémon-Liga kann. Ich möchte nicht allzu viel Zeit verlieren. Ich möchte unbedingt mit den nächsten Projekten anfangen. Und dafür ist es notwendig, dass ich hier so langsam aber sicher fertig werde, meine Dame. Und deswegen hopp, 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 hopp. Ich müsste fertig werden. So, zack, 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 Bisaknosp. Und dann hat sie wahrscheinlich auch noch ein Bisaflor, Aroma Lady. Ja, das ist natürlich ein Name, wie er im Bilderbuch steht. So, Schlafpuder, das ist ekelhaft, dass das passiert. Aber wären wir nicht schon längst auf sowas vorbereitet, würde ich auch sagen, dass es nichts bringt. Aber wir sind vorbereitet. Tada! Und da kann auch dein Bisaknosp auch nichts gegen unser Ling ausrichten. So, 1087. Als nächstes kommt noch ein Bisaknosp. Ich dachte, ein Bisaflor könnte uns jetzt mal besuchen. Aber jetzt mache ich mal denselben Trick wie du. Und werde dein Pokémon einfach mit Windstößen hier vom Felde wehen. Ah, fuck, war das schlecht. Zu schnell gedrückt von mir. Entschuldigung, Leute. Damit hat sich das erledigt bei uns. Wir können es nicht mehr in zwei Angriffen wir schaffen es schon in zwei Angriffen, aber nicht mehr so bevor es aufwacht. Doch, schaffen wir sogar. Zack. Super, 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 super geil, dass wir das noch schaffen. Freut mich riesig. Muss ich ehrlich sagen. So. Aroma Lady, du trainierst wirklich eindrucksvoll. Ja, danke, das ist mir nichts Neues. Das weiß ich schon. Na komm, Kleine. Yo, yo, Pokémon. Yo, yo, das ist eine richtige Rapperin. Eine kleine Herausforderung von Plancher. Oder so, ja. Schön Windstoß ins Derndus Gesicht. Zwei Angriffe reichen. Sehr sowas von uneffektiv. Beziehungsweise gar nicht mal so uneffektiv. Ich dachte, es ist noch weniger effektiv als alles andere. Aber so irre ich mich dann auch. Noch ein Stern, du. Noch zwei Pokémon ungefähr. Und dann haben wir ein Level Up mit Ling erreicht. Ich bin jetzt aber gerade am Überlegen, ob wir nicht unserem... Ob wir jetzt nicht einfach wechseln und unseren
Funken ein bisschen trainieren lassen, weil hier die Wasser-Pokémon, da haben wir natürlich einen Favoriten, einen klaren hier bei uns. Außerdem muss Funke 3 Level nachholen und das ist nicht gerade wenig. Das heißt, jede Möglichkeit für Erfahrung sollten wir ihm lassen. Und deswegen wird er jetzt auch an erster Stelle stehen nach diesem Kampf. Und da ich das Gefühl habe, dass jetzt einige Wasser-Pokémon-Trainer kommen könnten, und dieser Wasser-Pokémon-Trainer kann unser Funke dann vollkommen ausnutzen. Nach diesem Kampf muss er nur noch 2 Level aufholen, was eigentlich immer noch recht viel ist, muss man ja sagen. Da eben, ja, das sind bestimmt noch so 12.000 EPs oder so. Ist nicht wenig. Ist echt nicht wenig. So, ist eigentlich, muss man mal schauen, haben wir hier überhaupt noch Gegner? Ja, haben wir. Das heißt, wir werden unser Linglein jetzt mit Funken tauschen. Der darf dann jetzt. Nee, ich möchte nicht surfen. Meine Mutter sagt, dass ich ohne meinen Schwimmreif nicht schwimmen kann. Da ist deine Mutter ziemlich clever gewesen, da deine Mama auch auf dich aufpassen will. So, als nächstes. Oh, jetzt gibt's einen Donnerblitz. Upsala. Das war natürlich etwas extrem für Quapsel. Da kannst du nichts machen. Oh, 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 Donnerblitz. So. Erzählt mal, wie war bei euch Weihnachten eigentlich? Und Silvester auch. Würde ich alles gerne mal wissen, wie ihr Silvester und Weihnachten verbracht habt. Das würde mich echt mal brennend interessieren. Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Würde mich echt mal interessieren. So, jetzt habe ich gerade noch zurückschreiben müssen. Tut mir leid. So, und zack. Lerne noch nicht, nee. Oh, da hat sie uns erwischt. Der salzige Geruch des Wassers erfüllt mein Herz mit Freude. So. Knofensa, 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 Knofensa. Und apropos Knofensa, einer aus meiner Gemeinschaft Game & Watch hat sein Pflanzen-Pokémon Knofensa Ultrafensa genannt und ich fand das zum Schreien komisch. Fragt mich nicht wieso, ich weiß es nicht. Ich fand es einfach nur zum Schreien. So. So. Okay, dann haben wir das jetzt auch geklärt. Flammenwurf. Und damit wärst du dann auch des. Nicht Todes, aber damit wärst du dann auch besiegt, meine süße Ultrigaria. Aroma Lady Astrid. Was für ein Name für ein Mädchen. Astrid. Astrid Lind. Ach, da ist eine Trainerin. Da ist also eine Trainerin. Die werden wir natürlich abchecken. Oh nein, komm nicht näher. Bleib mir bitte vom Leib. Das will ich jetzt gerne sehen, warum. Okay. Ein Kingler hast du. Das bringt extrem EPs für unseren Funken. Level 38. Das bringt gut EPs. Keine Ahnung, warum ich dir vom Leib bleiben sollte, denn das bringt mir viel, dieses Kinglerlein. Damit holt unser Funke drastisch auf, was das Level angeht. Okay, du hast gewonnen. Gehst du jetzt bitte weg? Ja, ja. Keine Sorge. Ich hau schon ab. Müssen wir mal schauen, ob hier unten noch einer ist. Dann würde ich gerne auch sofort mitnehmen. Nee, hier war niemand mehr. Schade. Das ist ein Wald. Das sieht mir jetzt nicht danach aus, als ob unser Funke da die beste Wahl wäre. Bärenforst. So, was haben wir denn hier? Zack. Schutz wirkt nicht mehr, das heißt, unser nächster Schutz muss aktiviert werden. So, haben wir noch 5, das sind ungefähr knapp 1200 Schritte, die wir noch haben hier.
die uns zur Verfügung stehen. So, mal schauen, was wir hier so haben noch. Wir gehen hier eigentlich gedieben durch, ohne einen Trainer zu sehen. Verstehe nicht ganz, was das hier soll. Da haben wir ein Item, was wir uns schnappen können. Okay, da haben wir nichts. Da ist auch wenig. Da haben wir ein Pokémon gehört, was uns angegriffen hätte beinahe. Weiter Schutz bitte. Was haben wir denn hier? So langsam müssten wir uns doch... Irma. Wimmer, Schnief. Hilf mir bitte, eine angsteinflößendes Pokémon ist dort vor kurzem aufgetaucht. Es war so gruselig, es hat Irma Angst gemacht. Ich bin zu verängstigt, um mich zu bewegen, aber ich möchte nach Hause gehen. Oh, hier ist es wieder. Nein, verschwinde, es macht mir Angst. Ich will zu meinem Papa. Was ist denn das für ein Pokémon, bitte? Hypno. Oh. Man sagt, dass Hypno ein... pädophiles Pokémon ist. Also, es ist echt so, man sagt, dass es echt pädophil sein soll, das Pokémon. Deswegen ziehe ich das echt so, da müssen wir der Irma schon helfen. Das ist ein kleines Kind auch. Und mal ganz unter uns, was ist das denn für ein Vater, der sein Kind eine ganze Island weiterschickt, um irgendwas zu sammeln. Und dann sich aufregt, warum es nicht... Oh, das war so gruselig, dankeschön. Ich wollte hier Beeren pflücken. Dies ist für dich, Japa-Beere. Wie heißt du? Irma ist so verängstigt. Bringst du mich nach Hause? Okay, lass uns nach Hause gehen. Zack! Du hast also Irma gerettet. Wie kann ich dir danken? Irma, Schnuckepuck, verzeih mir. Papsi wusste nicht, dass du Angst und Probleme hattest. Ist schon gut, Papsi. Ich habe mich mit Brandy angefreundet. Ja. Ja. Oh, was ist das? Das ist für mich? Woher wusstest du, dass ich seltene Gesteine liebe? Du weißt, wie man einen Kerl glücklich macht. Den Meteoriten ab. Oh, das ist vom Bill. Richte ihn meinen Dank aus. Du warst einfach fantastisch. Das hier ist für dich. Er hält einen Mondstein. Oh, toll. Ganz toll. Das ist jetzt etwas, was ich niemals erwartet hätte zu bekommen. Lächerlich. So, dann hätten wir auch diese Folge genügend gekämpft. Spannend, spannend. Ja, ihr wisst Bescheid, ganz spannend. So, wir werden uns jetzt in Richtung Island 1 wieder begeben. Und am Hafen angekommen, werden wir uns dann in Richtung Pokémon Center bewegen. So, jetzt sag mal, was du uns sagen möchtest. So. Oh, hallo Brandy. Was hat dich aufgehalten? Hast du dich amüsiert? Wir haben es geschafft. Die PCs laufen wieder. Das haben wir unglaublich schnell erledigen können. Bill ist so wunderbar. Nein. Es gab für mich nicht mehr viel zu tun. Celio, das muss ich dir lassen. Du hast viel gelernt. Oh, wirklich? Nun, da hast du es. Meine Arbeit ist getan. Wir können zurück nach Kanto. Celio, wir sehen uns. Brandy, es tut mir leid, dass wir dich heute weggeschickt haben. Ich verspreche dir, dass ich dir die Gegend ein andern Mal zeige. Ja, danke, soll vorkommen, kein Problem. So, das war eine lange Fahrt, oder? Mein Kamerad Celio scheint deine Gegenwart genossen zu haben. Ich bin sicher, er würde dich gerne erneut willkommen heißen. Wenn du den Tree Pass hast, kannst du jederzeit mit der Fähre von Orania City zu ihm fahren. Danke für die Begleitung. Ja, gerne, Bill. So, damit hätten wir uns dann quasi auch, hier werden wir dann quasi jetzt auch fertig. Jetzt gehen wir an die Vertania City Straße. Ja. Und dann geht es los, meine Freunde. Jetzt geht's ans Eingemachte. Wir machen uns auf den Weg Richtung Vertania City. Ja. Gary. Was, Brandy? Was für eine Überraschung. Du bist also auch auf dem Weg zur Pokémon-Liga, oder? Du besitzt auch alle 8 Orden? Das ist cool. Brandy, ich werde mich für die Pokémon-Liga aufwärmen, indem ich dich besiege. Also los geht's. Bam! Ich wollte eigentlich den Part beenden, aber es war eigentlich schon fast klar, dass der Rivale hier aufkreuzt. 6 Pokémon hat er. Tauboss.
Lass mich den Funk... Ne, ich habe auch Taubos als erstes Pokémon. Es ist natürlich mies, da seine Pokémon etwas stärker sind als unsere. Mit Level 47. Aber kein Stress. Daunenreigen senkt unseren Angriff. Das ist mir egal. Wir haben Spezialangriff mit Donnerblitz. Oh, Entschuldigung. Donnerblitz, bitte. Genau, und da sind wir einfach deutlich effektiver mit. Dass aber ein Donnerblitz nicht reicht, das ist etwas beeindruckend, würde ich mal behaupten. Ah, jetzt hast du dich paralysiert, bringt uns aber recht wenig. Aber immerhin erhält unser Funke ein Level up nach diesem Pokémon jetzt. Ziemlich erstaunlich. Doch nicht. Rhyhorn, da haben wir ein Pokémon, was sehr, sehr effektiv ist dagegen. Schön mit einem Durchbruch in sein Gesicht, bitte. Kommst du jetzt, Rhyhorn? Level 45 geht. Zack, zack, zack. Sehr schön. Gute Arbeit, Monkey, die Ruffy, Hornbohrer. Geht daneben. War eigentlich klar. Zack, zack. Bats. So, super duper Rupert. Okay, Simsala, haben wir da irgendwas eigentlich gegen das Simsala, was so ein bisschen was effektiv ist? Nee, haben wir nicht, aber probieren wir es einfach mal mit Funke, ein bisschen Donnerblitzen und so. Kann natürlich nicht schaden, da unser Funke auch einiges an... Fuck, aber wir brauchen Funke definitiv später noch für Turtok. Von daher müssen wir aufpassen, was wir da machen mit ihm. Der darf nicht zu Schaden kommen. Definitiv nicht. So, wir werden nochmal einen Donnerblitz raushauen. Ich hoffe, es wird ein Volltreffer. So. Oh. Nein, natürlich nicht. Aber bitte lass ihn nicht angreifen, dass wir Synchro her. Bringt mir nichts. Psychokinese. Oh, das wird so wehtun, glaube ich. Bitte lass es überleben. Bitte, bitte, bitte. Oh. Na gut, dann machen wir es Fackel. Ätzend. Ätzend, ätzend, ätzend ohne Ende diese Attacke. Ein Turtok wird gerufen. Ja, was haben wir denn da jetzt noch? Schicken wir mal unser Tauboss hin. Und beleben unseren Funken. Jetzt wird dann eh gleich die Seher-Attacke zuschlagen. 53. Boah. Das ist natürlich richtig fies. Ich werde mal einen der Top-Beleber benutzen. Einfach so, weil ich gerade Bock drauf habe. Wir haben eh mehr. Von daher ist es wurscht. Eigentlich voll die Verschwendung gerade, aber ist mir jetzt auch egal. Ist ja wurscht. Regentanz, Regentanz. Schwäche ruhig die Feuerattacken. Habe ich jetzt nichts dagegen. So. Turtok, greif mich an. Mit allem, was du hast. Aquaknarre ist nicht alles, was du hast. Aber wenn du meinst, dann lass es das sein. Aber wenn er seine Wasserattacken stärkt, dann stärkt er auch meine Donnerattacken. Muss man halt so sehen. Boah. Das war eng. Da kann unser Täubchen nochmal die Hälfte des Lebens abziehen von Turtok. Hoffe ich mal. So, dass es so kurz vor gelb oder gelb ist. Das wäre natürlich idealerweise ideal. Ja, wir könnten es tatsächlich schaffen, wenn wir jetzt nämlich einen Ruckzuckhieb einsetzen. Jawohl. Sehr, sehr, sehr schön. So, als nächstes kommt unser Funke ins Spiel. Das ist fast 10 Level schwächer. Aber es müsste recht schnell sein. Und ein Donnerblitz. Ja, wir sind schneller. Das wusste ich schon sofort. Zack, das tut aber so weh, dass es reicht, weil es ein Volltreffer war. Yes! 2000 braucht es, glaube ich, gibt es 2300 sogar. Zack. Check die Bohne, Digga. Fukano. Ja. Das Fukano wird sich nämlich im nächsten Kampf auch in ein Arcani verwandeln, wie ihr euch bestimmt alle denken könnt. Bedroher, ja, bedroht uns jetzt nicht so wirklich. Muss man jetzt so sagen, bedroht uns jetzt nicht so wirklich. Wir haben nur einmal ein Pokémon verloren gegen ihn bis jetzt. Gut, wir hätten jetzt bestimmt auch mehr verloren. Ne, wir haben jetzt zwei Pokémon verloren.
Hätten aber bestimmt auch mehr verloren, hätte unser... Oh wei. Ja, das ist natürlich ein gefundenes Fressen für unser Fackelchen. Das könnte vielleicht auch ein Level up. Ja, das bekommt sogar noch ein Level up jetzt hier. Finde ich sensationell. Dann heißt es nur noch Täubchen auf Level 44 bringen. Sehr schön. Super duper. Das heißt, du bist besiegt, mein Kumpel. So, 44. Müsste jetzt eine neue Attacke geben. Schlitzer, das ist nicht sein Ernst, hoffe ich. Nee, muss nicht sein. Danke. Pse, was? Ich war zu unvorsichtig. Ja. Ja. Das war ein gutes Aufwärmtraining. Ich bin gut auf die Pokémon-Liga vorbereitet. Brandy, auch wenn du gewonnen hast, musst du mehr trainieren. Ich glaube, du bist dir dessen bewusst. Bis dann. Ja, arroganter geht es nun mal wirklich kaum mehr. Nichtsdestotrotz werden wir jetzt nach dem Heilen der Pokémon den Part beenden. Ich hoffe, ihr habt noch viel Spaß heute Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, euer Brandy. Chosen.